10 Jahre nach der gescheiterten Rebellion von 1848 gegen Österreich keimte beim ungarischen Adel und dem Volk erneut die Hoffnung, die Unabhängigkeit des Landes zu erlangen. Nach der von Kaiser Franz Josef angeordneten Hinrichtung ungarischer Generäle und der schrecklichen Unterdrückung des Volkes unter Innenminister Bach beginnt die Organisation eines bewaffneten ungarischen Aufstandes. Weil im Sommer 1859 die österreichische Armee bei Magenta und Solferino gegen Frankreich und Piemont schlimme Niederlagen hinnehmen musste. Wohin willst du? Ich habe eine wichtige Nachricht für eure Anführer. Wie heißt die Parole? Arpad. Begleite ihn, Janosch. Die ungarischen Patrioten bilden eine nationale Führung. Als das geschwächte Kaiserhaus Reformen verspricht, werden die Rebellen unsicher. Du kannst reingehen. Ich bin Hauptmann Molnar und komme aus Buda. Wir haben Sie schon erwartet. Bach ist fortgeschickt worden. Der Kaiser hat den Innenminister abgesetzt. Was sagen unsere Freunde in Buda und Pest dazu? Es gibt unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, dass es der erste Schritt wäre, weil der Kaiser ja die Verfassung versprochen hat. Die anderen sagen, dass der Kaiser mit dieser Entscheidung unsere Bewegung nur die Flügel stutzen will. Die letzte Überlegung scheint mir zu stimmen. Der Kaiser hat Bach nur fortgeschickt, um Zeit zu gewinnen. Wenn wir jetzt nicht handeln, ist es zu spät. Der Augenblick ist gekommen, an dem wir etwas unternehmen müssen. Jetzt müssen wir uns unter der Freiheitsflagge versammeln und wir müssen zeigen, dass wir bereit sind. Große Worte nützen uns nichts. Der Kampf ist nicht die einzige Lösung, die es für uns gibt. Es ist unsinnig, wenn wir Menschenleben vergeuden. Du scheinst leider etwas zu vergessen. Die Märtyrer, die Tausende, die gelitten haben und die gerecht werden müssen. Die Rache ist eine Sache Gottes. Wir kämpfen nur für die Freiheit unseres Volkes. Die Habsburger haben seit Jahrzehnten Versprechungen gemacht und haben ihr Wort immer wieder gebrochen. Das stimmt natürlich. Aber bei der außenpolitischen Situation und dem Widerstand im Inneren des Reiches wird der Kaiser nicht mehr in der Lage sein, einen Rückzieher zu machen. Wenn wir warten und immer wieder warten, verpassen wir die letzte Chance. Und Sie, Hauptmann Molnar, was meinen Sie? Ich tue, was Matthias Sandorf sagt. Ich verlasse mich auf seine Entscheidung. Der Meinung bin ich auch. Begreift doch, meine Freunde. Matthias Sandorf ist der einzige Mann, der unsere Bewegung vereinigen und führen kann. Er soll entscheiden. Ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn gesehen! Herr Graf, die Bestie hat sich in der Teufelsschlucht verkrochen. Da kommt sie nicht mehr raus. Teufelsschlucht? Ja. Da kommt der Graf. Der Wolf ist also in der Teufelsschlucht. Ja, Herr Graf. Gib mir meine Pistole. Bevor Sie nicht da sind. Vielleicht finde ich ihn. Was haben Sie vor, Graf Sandorf? Sehen Sie, Torrental, das ist keine Jagd wie die anderen. Dieser Wolf hat das Vieh meiner Bauern gerissen und jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Ich bin für meine Leute verantwortlich, das verstehen Sie doch. Matthias, ich bitte dich. Ich flehe dich an, geh nicht allein in die Schlucht. Diese Bestie ist ein Geschöpf des Teufels. Du weißt doch, dass ich vor dem Teufel keine Angst habe. Ich verstehe nicht, warum er Hilfe ablehnt. Graf Sandorf lässt sich von niemandem vorschreiben, was er zu tun hat. Nicht mal von seiner Frau.
Ich gratuliere, Sie scheinen ja eine Glückssträhne zu haben. Sieht im Augenblick nur so aus, ich habe heute schon 200 Gulden verloren. Möchten Sie vielleicht meinen Platz übernehmen? Ich würde gerne eine kleine Pause machen. Nein, nein, vielen Dank. Ich habe heute nicht vorzuspielen. Mein Lieber, deine Gäste erwarten dich. Alle fragen mich schon, wo du so lange bleibst. Einen Augenblick noch, ich komme gleich. Einen Augenblick. Weißt du eigentlich, wie lange du schon hier bist? Mehr als eine Stunde. So lange? Ist mir gar nicht aufgefallen. Weißt du, manchmal wäre es wirklich praktisch, wenn man sich halbieren könnte. Irgendwann wird das vielleicht möglich sein. Eines Tages schafft die Wissenschaft vielleicht auch dieses Wunder. Du und deine Wissenschaft. Ich komme sofort rüber. Madame Torontal, spielen Sie kein Trick-Track? Ich habe Kartenspielen nie gelernt. Natürlich, in einer Stadt wie Trieste hat man ganz andere Vergnügen als hier auf dem Land. So viele Vergnügungen gibt es nicht. Wir leben auch sehr viel einfacher. Entschuldigen Sie, meine Frau. Sie ist nicht so welterfahren und Persönlichkeiten wie der Graf Sandorf und Sie, Frau Gräfin, bringen Sie völlig aus der Fassung. Herrschaften wie Sie treffen wir selten. Mir geht es übrigens nicht anders. Ich bin auch reichlich verlegen. Ich dachte, Sie wären ein alter Freund meines Mannes. Freund ist ein bisschen übertrieben. Wir sind lediglich Studienkollegen. Wir haben an derselben Universität studiert. Oh, mein Mann hält Sie für den besten Bankier im ganzen Reich. Ich bin dem Grafen Sandorf sehr zu Dank verpflichtet, weil er so freundlich war, mich an der Leitung der Minen zu beteiligen. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich Sie so lange habe warten lassen. Ich bitte Sie. Ich war gerade mit einem Versuch beschäftigt, an dem ich mich festgebissen hatte. Worum handelt es sich? Es geht um die Überprüfung von Gehirnfunktionen. Eine komplizierte und fantastische Sache, die ich mit Leidenschaft verfolge, von der man sich schwer losreißen kann. Was für ein interessantes Leben Sie führen. Ehrlich gesagt, ich beneide Sie. Ja? Nun, ich glaube, Sie werden mich noch mehr beneiden, wenn Sie meinen Aprikosenschnaps probiert haben. Ich bin ganz sicher, dass etwas Ähnliches in Triest nicht zu haben ist. Kommen Sie, Madame Torontal, ich werde Sie in die Geheimnisse des Trick-Track einweihen. Wenn ich ehrlich sein darf, würde mir etwas anderes sehr viel mehr Freude machen. Aber bitte! Ich habe gehört, dass Sie eine kleine Tochter haben. Ich würde Sie sehr gern sehen, weil ich Kinder über alles liebe. Aber gerne. Das ist doch eine schönere Beschäftigung als das Trick-Tracken. Kommen Sie. Aber wenn sie schläft, wollen wir sie lieber nicht wecken. Wie alt ist sie? 3 Jahre. Ich nehme an, Sie haben auch Kinder. Frau Gräfin, entschuldigen Sie. Graf Zatmar ist eben im Schloss eingetroffen. Er hat wichtige Nachrichten. Führen Sie ihn doch herein. Er ist nicht allein und er möchte mit dem Herrn Grafen unter 4 Augen sprechen. Führen Sie ihn in die Bibliothek. Ich werde meinem Mann Bescheid sagen. Ja. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Aber bitte. Alle sind zufrieden, weil Bach fortgeschickt wurde. Und die meisten glauben, es wäre der Anfang einer neuen Epoche. Wenn es nur wahr wäre. Wir haben schon viele Menschenleben geopfert. Niemand glaubt mehr an die Versprechungen des Kaisers. Man kann nicht wissen, wie weit er gehen wird. Besonders nach der Niederlage in Italien. Ich bin neugierig, wie viele er noch machen wird. Er hat uns schon genug Versprechungen gegeben. Jetzt erhebt sich nur die Frage, wie viele wird er halten? Nicht eine einzige. Nicht so hastig, Hauptmann. Wie denkst du darüber, Ladislaus? Wir dürfen kein Risiken eingehen und leichtsinnig einen Kampf beginnen. Aber auf der anderen Seite sollten wir diese Chance nicht verpassen. Ja, da hast du recht. Wir müssen uns gut informieren, bevor wir eine Entscheidung treffen. Am besten, ihr sagt unseren Freunden, dass wir noch bestimmte Probleme zu lösen haben. Die Zeit drängt, Herr Graf. Immer mit der Ruhe, Hauptmann. Wir sind nicht bei der Kavallerie. Und was die Zeit betrifft... Nun, vielleicht ist die Zeit für uns von Vorteil. Sobald ich alle notwendigen Informationen in Händen habe, werden Sie meine Entscheidung erfahren. Oh, wie du wieder aussiehst, mein Liebling. Woher kommt ihr beide denn? Wir haben einen langen Ausritt durch den Wald gemacht.
Unsere Tochter soll mal eine echte Amazone werden. Bist du da nicht etwas voreilig? Sie hat sich großartig amüsiert. Außerdem habe ich sie im Wald Beeren pflücken lassen. Es war schön, nicht? Ah, das kann ich mir vorstellen, wenn ich sie so ansehe. Rosena! Waschen Sie die Kleine und geben Sie ihr etwas zu essen, falls sie noch Hunger hat. Ja. Wie du siehst, habe ich die sanfte Sultane genommen, also konnte gar nichts passieren. Meine arme Sultane. Warum müssen die Männer immer so unvernünftig sein? Hast du deine Entscheidung schon getroffen? Was für eine Entscheidung? Das weißt du doch. Die Entscheidung, die du für deine Freunde treffen musst. Du bist über diesen Kompromiss nicht glücklich. Immerhin sind die Bedingungen sehr viel vorteilhafter als im Jahre 48. Waffen. Das ist die einzige Sprache, die wir Menschen verstehen. Schau, Matthias. Als Kossuth 1848 seine Revolution machte, war ich noch sehr jung. Aber ich werde die Partisanen nie vergessen, die man im ganzen Land an den Bäumen aufgehängt hat. Und ich weiß, dass ich diesen Anblick kein zweites Mal erleben möchte. Endlich haben wir die Mittel, um zu kämpfen, und wir dürfen nicht länger zögern. Deswegen wird es nicht weniger Tote geben. Das ist leider nicht zu vermeiden. Es ist der Preis der Freiheit. Spricht man denn dem vom Reichstag verabschiedeten Kompromiss nicht auch von einer Freiheit für das ganze ungarische Volk? Eine zugestandene Freiheit kann man niemals mit der erkämpften Freiheit gleichsetzen, verstehst du das? Trotzdem ist es aber auch eine Freiheit. Stimmt. Das ist der Grund, weshalb ich noch zögere. Wie immer du dich entscheidest, Matthias. Ich werde an deiner Seite stehen. Matthias Sandorf, haben Sie gesagt? Matthias Sandorf. Herr Oberst, würden Sie freundlicherweise dem Polizeichef ausführlich berichten, was Sie über diesen Grafen Sandorf wissen? Aufgrund der Berichte, die mir zugegangen sind, soll Graf Sandorf der Anführer einer umfangreichen Verschwörung sein, die den Aufstand der ungarischen Provinzen vorbereitet und zum Ziel hat. Aha. Soll er das nur sein oder ist das auch? Wir vermuten nur, dass er der Leiter ist. Aber wir haben keine Beweise, die stichhaltig genug sind, um ihn festzunageln. Eine Verhaftung ist deshalb vorerst unmöglich. Tja, wenn Sie Beweise brauchen, meine Abteilung wäre es ein Vergnügen, sie zu liefern. Nein, so ist das nicht zu machen. Weil der Kaiser der Meinung ist, dass wir mit einer Verhaftung zu viel Staub aufwirbeln würden, was augenblicklich wenig empfehlenswert wäre. Der Kaiser kennt die Aktivitäten der ungarischen Patrioten und möchte verhandeln. Wir müssen vorerst auf jeden Fall im Auge behalten, dass wir einen Kompromiss geschlossen haben. Begreife. Aber wenn Sie diesen Matthias Sandorf loswerden wollen, behängen Sie ihn doch mit Orden. Geben Sie ihm Vorrechte. Matthias Graf Sandorf ist ein Mensch, der sich auf eine so simple Art nicht kriegen lässt. Leider nicht. Wenn Sie ihn weder verhaften noch mit Auszeichnungen gefügig machen können, scheint mir nur noch eine Lösung übrig zu bleiben. Ja, und genau die haben wir bereits in Erwägung gezogen. Befürchten Sie nicht, dass der Mord an einem so bekannten Mann einen Putsch heraufbeschwören könnte? Das würde vielleicht gefährlich. Vergessen Sie nicht, ein Mann, der zum Kreis des Kaisers gehört, ist immer unverdächtig, dem hängt man nichts an. Also, verehrter Herr Oberst, eine Aktion der Polizei ist niemals ein militärischer Feldzug. Ganz gleich, auf welche Art und Weise Sie es durchführen. Wir werden immer verdächtigt. Sagen Sie mal, meine Herren, dieser Graf Sandorf kommt doch aus Transsilvanien. Das stimmt. Sie wissen, dass in Transsilvanien rumänische Minderheiten existieren, die sich von den Ungarn unterdrückt fühlen. Wenn der Graf Matthias Sandorf erst einmal durch die Schüsse eines Attentäters erledigt ist, verhaften wir einfach einen dieser rumänischen Aufwiegler. Er wird der Richtige für uns sein. Auf diese Weise haben wir einen geeigneten Schuldigen, den wir zweifellos zu einem Geständnis bringen werden. So einfach ist das. Wir werden selbstverständlich dieses niederträchtige und hinterhältige Attentat des rumänischen Aufwieglers mit großer Strenge bestrafen. Man müsste natürlich ungemein vorsichtig sein und dafür sorgen, dass nichts von dieser Aktion durchsickert. Keine Sorge. Ich habe immer ein paar Vorbestrafte parat, die für eine Handvoll Gulden Vater und Mutter verraten würden. Klingt gut, aber kann man denen auch trauen? Natürlich, weil sie es nicht überleben. Ich kümmere mich selbst darum. Wirklich grausam. Das ist doch lächerlich. Was sind schon eine Handvoll Verbrecher im Vergleich zu all den Leichen, die von Ihnen auf dem Schlachtfeld zurückgelassen werden? Carlo Zirone?
Ja, was ist denn? Kommen Sie bitte mit. Warum soll ich mitkommen? Was fällt Ihnen ein? Sie haben kein Recht, mich mitzunehmen. Kommen Sie oder wir werden Sie mit Gewalt abführen. Steigen Sie ein. Sie? Was wollen Sie von mir? Sagen Sie, spielen Sie vielleicht immer noch mit Höllenmaschinen? Diesmal hat man Sie falsch informiert, Exzellenz. Keine falsche Bescheidenheit. Sie und Ihr Bruder sind die besten Spezialisten, die es auf diesem Gebiet gibt. Schon möglich, aber seit wir aus Sizilien weg sind, haben wir keine Bombe mehr angerührt. Dann müsst ihr eben wieder damit anfangen. Ich habe einen kleinen Auftrag für dich und deinen Bruder. Ein wunderschönes Land, dieses Österreich. Matthias, du arbeitest ja immer noch. Willst du jetzt nicht aufhören? Ich musste diesen Bericht über unser weiteres Vorgehen noch heute Abend fertigstellen. Meine Freunde sollen ihn morgen unbedingt in Händen haben. Ich glaube, du wirst mit mir zufrieden sein. Nach langem Überlegen habe ich mich entschlossen, dem Kaiser zu vertrauen und unsere Rebellion vorerst abzublasen. Ich danke dir, dass du diese Wahl getroffen hast. Ehrlich gesagt habe ich es auch ein bisschen für dich getan. Danke. Und deine Freunde? Ich werde im Morgengrauen zu Ihnen fahren und Ihnen meine Entscheidung mitteilen. Herr Graf, die Mine. Dort ist ein Stollen eingebrochen. Es gibt Tote und Verletzte. Ein schreckliches Unglück. Vorsichtig! Bring ihn rüber zur Verbindung! Komm rüber! Dein Mann ist nur leicht verletzt. Der Graf wird sich gleich um ihn kümmern. Geht wieder nach Hause. Was ist denn hier passiert? Es gab eine Explosion in der Mine. Sagen Sie mal, ich habe hier immer wieder was von einem Grafen gehört. Ist das vielleicht der Graf Matthias Sandorf? Ja, das stimmt. Sie sind wohl nicht von hier. Nein, wir kommen hier nur zufällig durch. Was macht denn Graf Sandorf hier? Er kümmert sich um die Verletzten. Dann ist er wohl Arzt. Jetzt merke ich, dass ihr hier fremd seid. Der Graf ist ein Gelehrter. Großer Gelehrter. Er versteht mehr von Medizin als sämtliche Ärzte zusammen. Herr Fackeln! So, das wär's. Den Rest mach ich. Lass mal sehen. Das sieht ja gar nicht gut aus. Geh rüber zum Verbandsplatz.
Bist du das, Carlo? Ja. Ich habe mir Sorgen gemacht. Wo warst du so lange? Du musst noch eine Menge lernen. Wenn du Informationen haben willst, gibt's in einem Dorf nur zwei Personen, an die du dich wenden musst. Den Pfarrer und den Wirt vom Gasthof. Na und? Mit wem hast du gesprochen? Mit dem Wirt natürlich, weil sein Wein besser war. Und? Warte nur. Mit dem Sandorf wird es bald vorbei sein. Seine ganze Schlauheit wird ihm nichts helfen, glaub mir das. So ein Glück hat man nicht alle Tage. Es wird alles glatt gehen. Der Kutscher vom Schloss war da. Ein trinkfester Bursche und ganz schön redselig. Jetzt weiß ich alles. Graf Sandorf fährt morgen früh fort. Und ich weiß genau, zu welcher Stunde welchen Weg er fährt. Alle Einzelheiten habe ich erfahren. Ach, ein prachtvolles Land, dieses Österreich. Komm, wir wollen was essen. Ich habe Hunger. Aus dem Weg. So. Ganz ruhig liegen bleiben. Sind es noch viele? Etwa 12, denen wir sofort helfen müssen. Wie spät ist es? Die Sonne geht auf. Was hast du? Die Verabredung mit meinen Freunden. Ich müsste längst weg sein. Komm, fass mal mit an. Oh Gott, oh mein Gott! Matthias, ich mache dir einen Vorschlag. Und der wäre? Ich könnte an deiner Stelle fahren. Der Bericht ist fertig und ich kenne Graf Zatmar. Also, ich werde ihm den Bericht übergeben und in deinem Namen mit deinen Freunden sprechen. Das gefällt mir nicht. Es ist zu anstrengend für dich. Du hast die ganze Nacht nicht geschlafen. Ach, das macht doch nichts. Die Nachricht, die ich überbringe, ist jede Anstrengung wert. Rena. Auf der ganzen Welt gibt es keine Frau wie dich. Sind da welche hierher? Wir brauchen noch ein paar Leitern. Und es geht weiter hinter. Einweis! Mit die Leitern! Thank you.
Weißt du, dass ich an ihrer Stelle hier liegen sollte? Sie haben eine Unschuldige getötet. Und ich bin am Leben. Was ist? Ja. Hörst du nichts? Du bist verrückt, da ist niemand. Sicher ist da niemand. Wer sollte schon da sein? Du kannst einem Angst einjagen. Ich dachte, die verfolgen uns. Verlass dich drauf. Wer uns schnappen will, der muss früher aufstehen. Was hast du nun eigentlich gehört? Irgendwo in der Nähe muss Wasser fließen. Hm? Lass das, Carlo. Wasser kriegen wir doch überall. Es wäre Blödsinn, wenn wir zu lange in der Gegend bleiben. Ach, du bist immer so nervös, mein Kleiner. Ein bisschen frisches Wasser tut uns beiden gut. Ich habe keinen Durst und ich werde auch keinen Durst kriegen, solange wir hier nicht weg sind. Trinken kann ich auch zu Hause. Was ist schon dabei, wenn wir hier einen Moment anhalten? Vergiss nicht, dass wir noch 2 Tage fahren müssen. Ein Grund mehr, um nicht zu trödeln. Ach, wenn unser armer Vater dich jetzt sehen würde, der würde sich für dich schämen. Ach, lass ihm seinen Frieden und komm endlich wieder hierher. Kleiner, fang bloß nicht an, dich aufzuspielen. Ich bin der Ältere und du wirst gefälligst das tun, was ich sage. Ich habe Durst und hole Wasser, ob dir das nun passt oder nicht. Das hier stinkt schon. Halb verfaultes Wasser schmeckt mir nicht. Eins schwöre ich dir. Damit ist bald Schluss. Dann trinke ich kein Wasser mehr. Wenn wir erst wieder in Wien sind, gibt's für uns nur noch Champagner. Geh zum Teufel, du alter Idiot. Wo sind die anderen? Wo ist dein Freund? Wo ist dein Freund? Du sollst antworten! Ich weiß es nicht. Nach der Explosion habe ich mich von meinem Bruder getrennt. Er hatte vor, nach Norden zu reiten. Gut, er verliert nichts, wenn er wartet. Verfolgt ihn, Reiter! Bringt ihn zum Schloss. Ich bin derjenige, den ihr umbringen wolltet. Stimmt's? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie haben kein Recht, mich hier festzuhalten. Was sagst du da? Ich habe kein Recht. Und ob ich das Recht dazu habe, ich habe das Recht, mit dir zu machen, was ich will. Und wenn ich dich mit meinen eigenen Händen umbringe, du hast meine Frau auf dem Gewissen. Ich habe nichts gemacht. Hör auf zu lügen! Du lebst nicht mehr lange! Lassen Sie mich endlich gehen! Du kannst bald gehen, aber zwischen 2 Gendarmen. Sie können mir gar nichts beweisen. Das wird sich finden. Warte ab. Und wir werden auch herausbekommen, wer dich für den Anschlag bezahlt hat. Dich und deinen Bruder. Herr Graf, die Gendarmen sind da. Sie sollen ihn wegbringen.
Gibt's was Neues? Ich komme aus Foggerosch. Das Gericht hat Giuseppe Sirone zum Tode verurteilt. Das Urteil wird morgen früh vollstreckt. Die Österreicher haben es verdammt eilig. Der unangenehme Zeuge muss schnell verschwinden. Sirone, steh auf. Was ist los? Was soll das heißen? Es ist Zeit. Was soll der Priester? Was macht ihr mit mir? Was ist da draußen los? Sie bauen den Galgen auf, Sirone. Aber warum denn? Wozu braucht ihr einen Galgen? Du musst jetzt stark und mutig sein, mein Sohn. Nein, nein! Das ist unmöglich. Nein, das muss ein Irrtum sein. Aber er hat es doch versprochen. Der Polizeichef hat's gesagt. Und der Advokat auch. Sie sagten, dass es kein echter Prozess ist. Und dass sie mich hinterher freilassen werden. Sie haben es doch alle versprochen und jetzt... Es gibt keine fingierten Prozesse in der Justiz, mein Sohn. Diese Hunde! Das können sie doch nicht tun! Sie haben mich einfach reingelegt. Diese gemeinen Schweine. Mörder. Sie haben mich betrogen. Es war alles Lüge, die Betrüger. Sie haben uns bezahlt. Sie haben uns bezahlt, damit wir Matthias Sandorf umbringen. Als erstes möchte ich meine Entscheidung rechtfertigen, die ich getroffen habe. Ich sage euch, wir haben keine Garantie, dass der Kompromiss jemals beachtet wird oder dass man sich nach ihm richtet. Der letzte Erlass des Kaisers enthält nicht mal ein Wort, in dem der neue verantwortliche ungarische Minister erwähnt wird. Und nur das wäre doch die einzige Garantie, dass man die heiligen Rechte unseres Volkes zu beachten gedenkt. Die Quelle meiner Information ist absolut zuverlässig und ebenso geheim. Das zwingt uns zum Handel. Mit Abwarten kommen wir nicht mehr weiter. Österreich. Mit demselben Kaiser hat es fertiggebracht, uns aufs Neue zu täuschen.
Unter diesen Umständen, meine Freunde, bleibt uns nichts als der bewaffnete Kampf. Es gibt keine andere Wahl. Ungarns Freiheit können wir nur mit Waffen erringen. Wir müssen kämpfen, damit unser Land unabhängig wird. Ich erkläre hiermit den Krieg gegen Österreich und ich befehle den Massenaufstand aller Patrioten. Und jetzt, meine Freunde, haben wir gemeinsam viele wichtige Entscheidungen zu treffen. Augenblick mal, Matthias. Ich glaube, dass die wichtigste Entscheidung dich betrifft. Das Attentat beweist doch ziemlich deutlich, dass die österreichische Polizei alles über dich weiß. Wie viel Zeit würde man deiner Meinung nach brauchen, um die Rebellion vorzubereiten? Nicht mal einen Monat. Einen Monat. Solange musst du täglich mit einem Attentat rechnen. Oder mit deiner Verhaftung, wenn du auf Artenack bleibst. Ich denke nicht daran, auf Artenack zu bleiben. Was willst du denn machen? Weiß ich noch nicht. Wir müssen ein sicheres Versteck finden, aber auf keinen Fall hier im Reich. Doch nicht zu weit entfernt, damit wir in Verbindung bleiben. Du kennst ja mein Haus in Triest. Dort könnten wir beide den Aufstand in Ruhe vorbereiten, ohne dass die Polizei etwas davon erfährt. Dort haben wir Freunde, die verschwiegen und gut organisiert sind. Ich danke dir, Ladislas. Ich danke dir noch einmal von ganzem Herzen, weil ich weiß, wie du meine Entscheidung beurteilst. Ich kämpfe an deiner Seite bis zum Ende, Matthias. Ich kehre nicht eher wieder zurück, bevor Ungarn nicht befreit ist. Das habe ich am Grabe meiner Frau geschworen. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen werden. Adieu. Keine Sorge, Herr Graf. Wir werden gut auf die Kleine aufpassen. Ganz frisch. Hörnchen, süße Theresa? Hörnchen. Sie irren sich, Seemann. Mein Name ist Lucia. Schade. Ein Freund hat mir gesagt, wenn du in Triest sein solltest, geh und such Theresa. Du wirst sie leicht erkennen. Sie ist das hübscheste Mädchen am Platze. Theresa? Das hübscheste Mädchen am Platze? Na, vielleicht hat er auch den Namen verwechselt. Es kann auch möglich sein, dass sie Lucia heißt. Sagen Sie mal, wie sieht Ihr Freund aus? Oh, er ist ein Chinese, der 2,5 Meter groß ist. Einen langen Bart hat er, der bis zu den Füßen runterreicht. Und an jeder Hand hat er 6 Finger. Ach, so ist das. Aber er hatte recht. Sie sind wirklich das hübscheste Mädchen hier. Und hat Ihnen Ihr Freund sonst noch was gesagt? Ja, er hat gesagt, wenn du Hunger und kein Geld hast, bitte sie um ein Hörnchen. Sie ist ein großzügiges Mädchen, das keinem etwas abschlägt. Also hier ist eins zum Andenken an Ihren Freund. Danke, Lucia. Kommen Sie von weit her? Aus Afrika. Was haben Sie hier vor? Ich will hier mein Glück machen. Ich suche eine Bank. Eine Bank? Die nützt einem doch nichts, wenn man kein Geld hat. Ich krieg's vielleicht. Kennen Sie zufällig die Bank Torontal? Alle Leute bei uns kennen die Bank Torontal. Der Besitzer ist mein Freund. Sie sind ein Freund von dem reichen Torontal? Sicher, das stimmt. Das Märchen können Sie jemand anderem erzählen. Das ist die Wahrheit. Torontal ist mein Freund. Und zwar ein guter Freund. Er kann mir nie etwas abschlagen. Also, schöne Lucia, wo ist diese Bank? Ganz in der Nähe. Via del Acquedotto. Wenn ich mein Glück gemacht habe, kaufe ich Ihnen alle Hörnchen ab. Süße Hörnchen. Herr Torrental, draußen ist jemand, ein Kerl, der Sie unbedingt sprechen will. Was für ein Kerl? Was meinen Sie damit? Scheint ein Seemann zu sein. Er sagt, er sei ein Freund von Ihnen. Ja, wie heißt er denn? Sarkani. Soll ich ihm sagen, dass Sie nicht im Haus sind? Nein, ist schon gut. Ich werde ihn empfangen. Gut. Bitte sehr. Erinnern Sie sich noch an mich?
Ich dachte, Sie wären in Afrika. Daher komme ich gerade. Sie sind übrigens der Erste, den ich hier besuche. Elegant. Mein Kompliment. Genau so habe ich mir das immer vorgestellt. Was suchen Sie hier? Ich hatte Sehnsucht nach dem alten Europa. Nein, ich meine eigentlich hier, in meinem Büro. Tja, weil Sie einer der wenigen Menschen sind, die ich hier kenne. Ich habe mir gedacht, dass Sie mir ein bisschen weiterhelfen kann. Hören Sie, Sarkani. In bestimmten Situationen habe ich Sie für meine Geschäfte in Anspruch genommen, aber das war in Tripolitanien. Doch bei uns hier in Europa kann ich darauf verzichten. Es ist Ihnen unangenehm, dass hier einer auftaucht, mit dem Sie mal unsaubere Geschäfte gemacht haben. Das meinen Sie doch. Für diese Unterstellung haben Sie nicht die geringsten Beweise in der Hand, verehrtester. Aber verehrtester Herr Torrental, ich bin doch nicht hier, um Sie unter Druck zu setzen. Ich hatte einfach nur die Hoffnung, dass Sie ein bisschen Mitgefühl für mich haben. Also gut, dann wollen wir mal sagen, dass mein Mitgefühl bis zu 200 Gulden geht. Ein bisschen wenig, um sich in der Welt zu bewegen. Na schön, dann 300 Gulden. Nicht einen mehr. Unter einer Bedingung. Die wäre? Dass Sie das nächste Schiff nach Afrika nehmen und mich in Zukunft nicht mehr belästigen. Wenn man Sie so reden hört, könnte man beinahe denken, Sie mögen mich nicht. Ich biete Ihnen 300 an, aber keinen Gulden mehr. Geht schon klar, schön gut. 300 Gulden. Ist das Madame Torrental? Sie haben Ihr Geld bekommen, Sarkani. Adieu. Auf Wiedersehen. Schilas Torrental. Sarkani, der Afrikaner. Du bist im Lauf der Jahre wohl nicht aus der Übung gekommen, was? Du aber auch nicht, mein Lieber. Was bringt dich hier nach Triest? Aha. Und dich? Da sieht man, wie klein die Welt ist. Komisch, da sage ich mir heute früh, vor dieser Bank, da werde ich bestimmt Glück haben. Aber stattdessen... Hast du einen alten Freund wieder getroffen, ist doch ebenso gut. Ich sehe es immer wieder. Ich hätte Sizilien nie verlassen dürfen. Und wie geht es deinem Bruder? Was macht Giuseppe? Giuseppe lebt nicht mehr. Was sagst du? Ja, sie haben ihn getötet. Sie haben ihn aufgehängt. Verstehst du? Einfach aufgehängt. Deshalb bin ich hier. Ich will ihn rächen. Erzähl, Ciron, erzähl. Es ist eine böse Sache und eine lange Geschichte. Hast du schon gegessen, mein Freund? Was kriegt man hier schon zu essen? Ich habe kein Geld mehr. Was meinst du, wie mein Magen knurrt, weil er seit Tagen nichts bekommen hat? Weißt du was, mein Lieber? Ich lade dich zum Essen ein und dann erzählst du mir deine Geschichte. Hm? Komm mit. Papa, hilfst du mir bei den Schularbeiten? Die sind heute so schrecklich schwer. Nein, Peter, jetzt kann ich nicht. Ich muss noch mal fortgehen. Du gehst noch mal weg? Ja, ich muss noch mal hin. Mama, wo geht Papa denn hin? Er muss sicher noch was besorgen. Jetzt komm, wir gehen rauf, die Tauben füttern. Ja, du kannst gleich weitermachen.
Sind die Herren zu Hause? Ja, Herr Báthory. Herein. Und? Die Nachricht aus Buda ist eingetroffen. Du hast also keine Ahnung, warum die österreichische Polizei so versessen darauf war, diesen Sandorf in die Luft pusten zu lassen? Nein, und es ist mir auch ganz egal. Und nach allem, was du da erzählt hast, muss dieser Graf ja ganz schön reich sein. Reich oder nicht, ich muss ihn erwischen. Vorher habe ich keine Ruhe, verstehst du das? Sicher, sicher. Ja, und wenn wir dabei auch noch sein Riesenvermögen in die Hände bekommen könnten, wäre das eine tolle Sache für uns. Afrikaner, du bist immer noch der Alte. Denk mal nach, Carlo. Die österreichische Polizei muss gute Gründe haben, um Sandorf aus dem Weg zu schaffen. Und Sandorf hat gute Gründe, sich hier zu verstecken. Da geht's doch garantiert um große Geschäfte. Und wenn irgendwo große Geschäfte im Spiel sind, gibt's immer eine Menge zu verdienen. Und besonders für Leute wie uns. Ja, aber wie denn? Weiß ich noch nicht, aber ich werd's rauskriegen. Wenn ich irgendwo Geld rieche, dann geht sofort meine Fantasie mit mir durch. Das kenne ich. Du warst immer schon ein Glückspilz. Ich bin schon eine ganze Weile hier in Triest, aber das große Geld ist mir noch nicht begegnet. Irrtum. Du bist der Mann, der alle Trümpfe in der Hand hält, weil du weißt, dass Sandorf sich hier versteckt hält. Das ist ein Haufen Geld wert. Ja, aber ich weiß nicht, wo er sich versteckt. Deshalb kann ich nichts machen. Nur eine Frage der List und Geduld, Carlo. Die Vorsehung hat mir heute 300 Gulden geschenkt. Das ist die Grundlage. Damit können wir in Ruhe abwarten und alles auf uns zukommen lassen. Haltet euch bereit. Aufstand vorerst verzögert. Es gibt noch viele Widerstände. Wir bitten dringend um Geld. Molnar. Transsilvanien ist bereit. Der Banat, Slawonien, Szombathely und die südlichen Regionen. Alle sind sie bereit. Und nur die Hauptstadt verlangt ausgerechnet einen Aufschub. Eigentlich kein Wunder. Der Einfluss des kaiserlichen Hauses ist immerhin beherrschend in Buda. Buda ist äußerst wichtig. Es ist das Herz des Landes. Es kann passieren, was will. Alle blicken nach Buda. Ich werde für ein paar Tage hinfahren. Das ist unvorsichtig, Matthias. Mit Vorsicht kann man keine Rebellionen machen. Und das Geld nehme ich bei der Gelegenheit am besten mit. Dein Vermögen wird dabei draufgehen. Na gut, dann bin ich arm. Das ist mir gleich. Bitte treten Sie ein. Guten Tag, Herr Torrental. Lieber Freund, es ist immer wieder eine große Freude für mich und eine Ehre für mein Haus, wenn Sie uns mit Ihrem Besuch beehren. Bitte, setzen Sie sich doch. Haben Sie gute Nachrichten aus Artenak? Meine Frau spricht immer noch von unserem Besuch bei Ihnen, von den schönen Tagen, die wir auf Ihrem Schloss verbringen durften. Und besonders die Gräfin Sandorf hört sie nicht auf zu bewundern. Sie würden mir und meiner Frau eine große Freude machen, uns gelegentlich zum Abendessen zu besuchen. Sehr liebenswürdig von Ihnen und danken Sie auch bitte Ihrer Frau. Aber das, was ich hier in Triest zu tun habe, nimmt leider meine ganze Zeit in Anspruch. Übrigens, haben Sie mir bis jetzt nie verraten, was Sie hier in unserer hübschen Stadt tun? Es sind persönliche Dinge, die ich hier in Triest in Ordnung zu bringen habe. Ich wollte wirklich nicht indiskret sein. Was kann ich für Sie tun? Es geht um das Geld, das ich kurz nach meiner Ankunft in Triest Ihrer Bank zur Aufbewahrung gegeben hatte. Selbstverständlich. Ich muss oft daran denken. Ich weiß nicht, was Sie mit dem Geld vorhaben, aber augenblicklich ist es unproduktiv. Mit so einer Summe könnte man eine Menge anfangen. Ich habe Ihnen erklärt, dass ich dieses Geld von einem Augenblick zum anderen brauchen könnte. Deshalb möchte ich wiederholen, dass Sie das Geld nicht investieren, sondern nur für mich aufbewahren sollen. Verstehe. Außerdem komme ich zu Ihnen, weil ich eine bestimmte Summe haben möchte. Ich benötige so schnell wie möglich 200.000 Gulden. Ja, gewiss. Ich lasse Ihnen die Summe
spätestens heute Abend bringen. Zu spät. Ich brauche das Geld jetzt gleich, weil ich unbedingt für ein paar Tage verreisen muss. Aha. Tja, dann rufe ich meinen Kassierer. Gertrude, was willst du? Ich wollte dich abholen. Hast du vergessen, dass wir bei General Acker eingeladen sind? Ach ja, natürlich. Das hatte ich vollkommen vergessen. Was hast du, Schielers? Warum bist du so unruhig? Ach, es gibt Momente, wo man alles satt hat und müde ist, in denen man einfach nicht mehr imstande ist, allen Menschen ein lächelndes Gesicht zu zeigen. Genauso ist mir heute. Was willst du denn damit sagen? Unser sogenannter Erfolg ist leider bloß Schein. Die Wahrheit ist, dass ich in großen Schwierigkeiten bin. Steht es so schlimm um dich? Ich bin ratlos. Die Niederlagen des Kaiserreiches waren ruinös für unsere afrikanischen Spekulationen. Ich habe außerdem in Kürze hohe Fälligkeitstermine und weiß nicht, wie ich sie bezahlen soll. Mein armer Freund. Ich hatte ja keine Ahnung. In 2 Wochen werden die Aktionäre der Kupfermine, deren Einlagen ich verwalte, ihre Dividenden reklamieren. 2 Millionen Gulden. Aber ich habe das Geld nicht. Und das Dumme ist, dass diese 2 Millionen in der Kasse liegen. Ja, aber dann kannst du doch... Ich kann nichts damit machen. Sie sind nur deponiert. Der Besitzer weigert sich, sie anzulegen. Das wäre genau die Summe, die mich im Moment retten könnte, die mir wieder auf die Beine hilft. Thorenthal, du wirst doch nichts Unrechtes tun. Nein, natürlich nicht. Gehen wir zum General, das bringt uns auf andere Gedanken. Frische Fische! Frische Fische! Sardinen! Alles ganz frisch! Kaufen Sie frische Fische. Hörnchen. Frische Hallo, Lucia. Hörnchen. Na, wie gehen die Geschäfte? Alles frisch, Madame. Ah. Sie sehen aber elegant aus. Das ist aber schnell gegangen. Nicht wahr? Ist das große Geld schon eingetrudelt? Noch nicht ganz, aber es dauert nicht mehr lange. Und jetzt kaufen Sie alle meine Hörnchen auf einen Schlag. Aber nein, ich habe einen viel besseren Vorschlag. Tatsächlich? Ja. Lassen Sie hören. Ich möchte Sie zum Abendessen einladen. Oh, wirklich? Ja, und wissen Sie, was ich gern esse? Ich liebe Gulasch. Sie kennen bestimmt ein gutes ungarisches Restaurant. Oh, Sie haben eine Schwäche für ungarische Küche. Meine Mutter ist Ungarin. Doch der Himmel hat sie mir geschickt. Warum das? Weil ich schon immer eine große Schwäche für die Ungarn hatte. Lage in Buda geregelt, Parlament endlich auf unserer Seite, benachrichtigt sofort die Provinzen, bin in 2 Tagen zurück, Sandorf. Bravo, das war gute Arbeit. Nur er konnte das schaffen. Sein Glaube ist imstande, Berge zu versetzen. Ich habe noch nie einen Menschen gekannt, der diese Energie hat, trotz allem Unglück, das ihm widerfahren ist. Ich habe das Gefühl, dass diese ungewöhnliche Energie seit dem Unglück enorm gewachsen ist. Und das beunruhigt mich manchmal. Was willst du damit sagen? Kann man die Freiheit einer Nation auf der Energie eines Einzelnen aufbauen? So stark er auch sein mag. In der Vergangenheit gab es viele solcher Persönlichkeiten. Vielleicht hast du recht. Da bist du ja. Wie spät ist es? Kurz nach Mitternacht. Wo bist du gewesen? In einem Restaurant. Ich habe ein entzückendes Mädchen zum Essen eingeladen. Findest du das richtig, dafür unser Geld auszugeben? Erstens ist das mein Geld, merk dir das gefälligst. Und zweitens habe ich es nicht zum Fenster rausgeworfen. Es war eine nützliche Investition. Eine Investition?
Ja, durch dieses Mädchen habe ich nämlich Kontakt zur ungarischen Kolonie in Triest bekommen. Und da habe ich einiges aufgeschnappt, das wichtig für uns ist. Und was? Hör mal, Sarkani, jetzt warten wir schon den ganzen Morgen vor dem Haus, aber Sandorf war bis jetzt nicht zu entdecken. Aber das ist das Haus, von dem mir das Mädchen erzählt hat. Na und? Hier wohnt ein Ungar. Er ist Mathematikprofessor und seit kurzem an der Universität von Triest. Ich verstehe nicht, was der damit zu tun haben soll. Dieser Ungar ist ein Adliger, genau wie dein Matthias Sandorf. Außerdem stammt er ebenso wie er aus Transsilvanien. Wie heißt er? Stefan Bartori. Und was erhoffst du dir von ihm? Da, pass auf. Was soll das? Das ist doch nur eine Taube. Ja, eine Taube. Aber ich glaube, es ist eine Brieftaube. Na und? Tja, das ist schon die zweite seit gestern. Verstehst du? Das ist doch komisch, dass die alle in Bartoris Haus verschwinden. Was ist daran komisch? Warum sollen sie nicht in das Haus fliegen? Da wird ein Taubenschlag sein. Ich find's trotzdem komisch. Jetzt bleib nicht überall stehen und pass gut auf, wenn du über die Straßen gehst. Ja, Mama. Wiedersehen, mein Schatz. Ich frage Sie zum letzten Mal. Die Reedereiinhaber sind jetzt mit ihrer Geduld am Ende. Sind Sie nun in der Lage, die Schulden, die sich angehäuft haben, zu zahlen oder nicht? Warum so ungeduldig, mein Lieber? Sie bekommen Ihr Geld immer mit der Ruhe. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Überall in der Stadt munkelt man, dass Sie gewisse Schwierigkeiten haben. Wir bitten um Aufklärung. Ich besitze genügend Geld, um meinen Verpflichtungen nachzukommen. Dann zahlen Sie doch. Wir haben lange genug gewartet. Das war niemals vereinbart. Oder müssen wir das Gericht bemühen? Wäre Ihnen das angenehmer? Ich werde zahlen. Clara, du bist immer noch nicht im Bett? Gott sei Dank, dass du da bist. Ich habe mir Sorgen gemacht. Sorgen hast du dir gemacht? Aber warum denn? Wir waren bei Ladislaus und haben über Verwaltungsprobleme gesprochen. Bis jetzt habe ich nie was gesagt. Ich habe Angst, Stefan. Angst? Ja, weil ich das Gefühl habe, es wird kein gutes Ende nehmen. Aber Clara, dafür besteht überhaupt kein Grund. Ganz im Gegenteil, ich schwöre es dir. Alles läuft bestens. Ich habe ganz ausgezeichnete Nachrichten aus Buda. In spätestens 2 Monaten wird alles vorbei sein und dann fahren wir wieder zurück nach Transsilvanien. Glaubst du wirklich? Natürlich glaube ich es. Ich habe volles Vertrauen zu Matthias. Heute Morgen ist eine eigenartige Sache passiert. Auf dem Schulweg ist Peter von 2 Männern angesprochen worden, die ihn über uns ausgefragt haben. Und über unsere Beziehung zu Matthias Sandorf. Sandorf? Sie haben behauptet, Sie wären gute Freunde von ihm. Was hat Peter geantwortet? Gar nichts, da er von allem nichts weiß. Seltsam. Wirklich seltsam. Könnte es die Polizei gewesen sein? Clara, zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Die Polizei würde niemals auf diese Weise vorgehen. Wer war's dann? Ich habe keine Ahnung. Aber du hast recht. Ich werde mit Matthias sprechen, sobald er zurückkommt. Wann kommt er zurück? Morgen. Ich will nicht, dass dir etwas zustößt, Stefan. Bravo, gut gemacht, ausgezeichnet. Jetzt bin ich aber gespannt. Los, komm mit, schnell. Lass mal sehen. Na bitte. Was ist das? Scheint eine chiffrierte Nachricht zu sein. Was kann das bedeuten? Keine Ahnung, trotzdem interessant. Das bringt uns ganz schön weiter. Glaubst du? Wer nichts zu verbergen hat, braucht auch nichts zu verschlüsseln. Klar, das kriegen wir bestimmt noch raus. Aber
Was hat der Zettel mit Sandorf zu tun? Immer mit der Ruhe. Was soll ich mit dir machen? Soll ich ihr den Hals umdrehen? Lass den Quatsch. Warte ab. So. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Halt sie fest. So. Bitte, lass sie fliegen. Lass sie fliegen, los. Schade. Sie hätte sicher gut geschmeckt. Fliege, Täubchen, flieg zurück in den Schlag. An deinem Fuß trägst du all unsere Hoffnung mit dir. Die Botschaft erhalten. Jetzt überbringt er sie. An wen? Das kriegen wir raus, wenn wir ihm nachgehen. Das ist er, der da ins Haus geht. Wer ist das? Der Mann, der meinen Bruder auf dem Gewissen hat. Matthias Sandorf. In 2 Stunden werden wir die Herren von Buda und Pest sein. Und in einem halben Tag unterstehen uns die wichtigsten Komitate jenseits der Theiß. Und in einem Tag beherrschen wir Transsilvanien mitsamt der Militärverwaltung. Und der Vizekönig und der Rat des Reichsverwesers? Die Gruppe Budapest hat alles vorbereitet. Der Verwaltungsapparat wird sofort lahmgelegt. Beim ersten Zeichen des Aufstandes werden der Vizekönig und seine Marionetten in Schutzhaft genommen und sämtliche Nachrichtenverbindungen werden unterbrochen, sodass kein Draht mehr zu dem ungarischen Kanzleramt in Wien besteht. Und welches Datum hast du eingesetzt? Wir werden am 8. losschlagen. Sämtliche Komitate sind über alles hinreichend informiert. Sie werden am Abend davor benachrichtigt. Das Codewort heißt Jericho. Also bleibt uns nur noch eine Woche. Es ist nicht viel, aber mehr als genug, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Gab es während meiner Abwesenheit irgendwas Besonderes? Es ist vielleicht nichts von Bedeutung, aber es ist besser, wenn du es erfährst. Heute Morgen haben sich 2 Männer bei meinem Sohn Peter nach dir erkundigt. Wer waren die Leute? Sie haben behauptet, Freunde von dir zu sein, aber sie haben ihren Namen nicht genannt. Wir haben sie seitdem nicht mehr gesehen. Ein Grund, noch vorsichtiger zu sein. Bis zum Tag X vermeiden wir alle verdächtigen Aktionen. Keine Nachrichten mehr durch Brieftauben, kein unnötiges Kommen und Gehen. Ich selbst werde nur aus dem Haus gehen, wenn es dringend nötig ist. Wir müssen den Eindruck erwecken, als ob wir ein ganz normales Leben führen. Wir müssen damit rechnen, dass uns die Polizei überwacht. Auch bei dir darf nichts Auffälliges geschehen. Es wird besser sein, wenn du nicht mehr herkommst. Es steht zu viel auf dem Spiel. Und in einer Woche werden 8 Millionen Ungarn wieder unabhängig sein, wenn alles gut geht. Na und, was beweist das? Dieses kleine Stück Papier ist Gold wert. Können Sie mir vielleicht verraten, was dieser Unsinn bedeuten soll? Ich kenne mich mit chiffrierten Dingen aus. Wenn man den richtigen Schlüssel hat, hat man auch die Lösung. Ja. Und diesen Schlüssel haben Sie? Noch nicht. Können Sie dann behaupten, dass es sich um erdrückende Beweise handelt? Das liegt doch auf der Hand. Ich vermute, es steckt eine Verschwörung dahinter. Wenn Sie so sicher sind, dann wenden Sie sich doch ohne Verzug an die Polizei. Das eilt nicht so sehr. Dazu ist immer noch Zeit. Außerdem weiß man nie, ob es nicht mehr einbringt, wenn wir auf der Seite der Verschwörer sind. Und nicht umgekehrt. Und was habe ich mit all dem zu tun? Ich habe mir gedacht, dass es für Sie interessant wäre, dieses Geschäft mit mir zusammenzumachen. Für wen halten Sie mich, Sarkani?
Für einen Mann, der keine Gelegenheit auslässt, Profit zu machen. Darf ich fragen, wo Sie in dieser Sache einen Profit sehen? Nicht doch, Torontal. Das wissen Sie doch genauso gut wie ich. Von den drei Personen, die ich genannt habe, sind zwei ohne Vermögen. Satma und Batory. Aber Sandorf, der Dritte, ist sehr reich. Sein Vermögen ist immens. Es ist Ihnen doch bekannt, dass ein Großteil des Vermögens von Verschwörern an die geht, die eine Verschwörung aufdecken. Also an mich und an Sie. Warum sind Sie eigentlich mit diesem Geschäft zu mir gekommen? Warum machen Sie es nicht allein? Weil ich Sie dringend brauche, um Erfolg zu haben. Erklären Sie das näher. Zum Ersten, für ein Geschäft von diesen Ausmaßen brauche ich einen Mann an meiner Seite, der etwas darstellt. Der mir mit seiner Erfahrung beisteht. Und vor allen Dingen jemand, der das Vertrauen der Leute genießt. Und zum Zweiten? Sehe ich eine Möglichkeit, wie wir uns den Schlüssel beschaffen können. Aber dazu müsste ich in das Haus des Grafen Satma kommen. Sie, nur Sie, könnten mich aufgrund Ihrer Beziehungen dort einführen. Einmal im Haus sehen wir weiter, da fällt mir schon das Richtige ein. Und dann haben wir die Burschen in der Hand. Und wenn Sie auf das falsche Pferd gesetzt haben? Ich irre mich bestimmt nicht. Das wissen Sie ebenso gut wie ich. Nun also? Nein. Ich habe mit solchen Dingen nichts mehr zu tun. Wie schön ist doch das Gewissen einer reinen Seele. Herein. Graf Sandorf bittet Herrn Torrenthaler um eine Unterredung. Ja gut, eine Sekunde. Das ist ja sehr interessant. Ihr scheint unter einer Decke zu stecken. Bitte. Sie kennen Sandorf und haben es mir verschwiegen. Sie sind wohl auch an der Verschwörung beteiligt. Jetzt reicht's aber. Verschwinden Sie endlich. Erst wenn ich an der Unterredung teilgenommen habe. Sie sind ja verrückt, Salkani. Entweder Sie sorgen dafür, dass ich mithören kann, oder ich erzähle ganz Triest von Ihren afrikanischen Aktionen. Sie Erpresser, gehen Sie da rein. Na, Torrental, dann zeigen Sie mal, was Sie können. Sie sterben ja selber vor Neugierde. Bitte, Herr Graf. Herr Torrental erwartet Sie. Danke. Guten Tag, Herr Torrental. Verzeihen Sie bitte, wenn ich mich kurz fasse, aber ich habe nicht viel Zeit, darum komme ich gleich zur Sache. Ich bin leider zum letzten Mal bei Ihnen, denn wichtige Geschäfte zwingen mich, Triest in Kürze zu verlassen. Tja, aber Sie werden uns doch nicht endgültig verlassen. Doch, ich bleibe nur noch eine Woche. Nun, ich hoffe doch, dass wir uns wiedersehen. Das glaube ich nicht. Ich möchte Sie bitten, das Geld, das ich bei Ihnen deponiert habe, zum Abheben bereitzuhalten. Ja, natürlich, gewiss. Und wann benötigen Sie das Geld? Ich muss es bis zum 8. haben. Ja. Ich werde es veranlassen. Dann hätte ich noch ein Problem. Ich dachte, dass Sie mir vielleicht einen Gefallen tun könnten. Aber gern, mit dem größten Vergnügen. Ich müsste die Bücher von Schloss Artenack in Ordnung bringen, die mir mein Verwalter nachgeschickt hat. Ich selbst verstehe nicht allzu viel davon. Hätten Sie vielleicht einen Buchhalter, der das für mich erledigen könnte? Das ist kein Problem. Sehr liebenswürdig. Ich glaube, er wird die Arbeiten in einer Woche schaffen. Schicken Sie mir bitte den Mann in das Haus des Grafen Zatma. Sie kennen ja die Adresse. Gut, er wird sich morgen früh bei Ihnen melden. Vielen Dank, Torrental. Und sagen Sie bitte Ihrer Frau, es tut mir sehr leid, dass ich Ihre Einladung nicht annehmen konnte. Das werde ich tun. Richtig, Torrental. Man kann sagen, dass die Götter auf unserer Seite sind. Bitte seien Sie unbesorgt. Ich werde ihm die Bücher in Ordnung bringen. Sie werden es garantiert nicht bereuen, wenn Sie mich empfehlen. Hören Sie, Sarkani. Ganz gleich, wie die Sache ausgeht, Sie müssen mir schwören, dass Sie niemals meinen Namen damit in Verbindung bringen. Ich schwöre es. Sie arme, sensible Seele.
Nun, wie sieht es aus? Glauben Sie, dass Sie die Arbeit ohne Schwierigkeit schaffen werden? Zweifellos, Herr Graf. Herr Torrenthal hat Sie mir wärmstens empfohlen. Danke, Herr Graf. Sie sind sehr gütig. Sie wissen, dass ich nur eine Woche Zeit habe. Sie werden sich beeilen müssen. Ich tue, was ich kann, Herr Graf. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten, Herr Sarkany? Aber gern. Falls ein Herr Bathory nach uns fragen sollte, seien Sie bitte so freundlich. Sagen Sie ihm, dass wir um 5 Uhr zurück sein werden. Ich werde es ausrichten. Dann viel Erfolg, Herr Sarkany. Danke. Suchen Sie irgendetwas Bestimmtes? Ja, ein Lexikon. Ich dachte, es wäre da drin. Dann würde ich da suchen. Da? Ja, da. Da, danke. Schläfst du nicht? Nein. Du hast eine Dummheit begangen, nicht wahr? Nein, wieso denkst du das? Weil ich dich gut kenne, Schilas. Gute Nacht. Er ist fertig. Mit dem wirst du die Tür zur Hölle öffnen können. Wenn er nicht passt, feile ich noch ein bisschen nach. Dieser Schlüssel muss beim ersten Mal passen. Die Gelegenheiten sind rar. Dieser Borg schleicht dauernd um mich rum. Wieso? Denkst du, er hat was gemerkt? Ich habe das Gefühl, der kann Gedanken lesen. Ach, Unsinn. Nimm dich lieber vor Sandorf in Acht. Von dem wird nämlich behauptet, dass er das kann. Was soll er können? Gedanken lesen, hast du nicht zugehört? Bei dir würde ihm das nicht schwerfallen. Ich bete vorsichtshalber zur Madonna und zum heiligen Ignatius. Und eine Kerze werde ich auch anzünden. Wenn du meinst. Ach, für mich kannst du auch eine anzünden. Herzlich willkommen. Treten Sie ein in unsere bescheidene Wohnung. Also, wie weit sind Sie? Für jemanden, der sich erst so schrecklich geziert hat, haben Sie es jetzt aber eilig. Kommen wir zur Sache. Wo ist der Codeschlüssel? Hiermit werde ich ihn mir verschaffen. Es ist höchste Zeit. Morgen muss alles erledigt sein. Morgen? Ja. Sandorf will sein Geld bis morgen Abend haben. Es muss bis morgen klappen. Sonst sind wir verloren. Guten Morgen, Herr Sarkany. Bitte kommen Sie herein. Danke.
Na, Peter, hast du dein Buch? Herr Sarkani muss jetzt hier arbeiten, dabei darf er nicht gestört werden. Außerdem musst du deine Schulaufgaben machen. Peter liest sehr gern. Er ist der Sohn von Herrn Bartori. Sein Vater erlaubt ihm, sich von Zeit zu Zeit ein Buch auszusuchen. So, dann komm. Borek? Borek! Also dann morgen. Du weißt die Parole? Jericho. Um Mitternacht lässt du alle Tauben mit der Botschaft frei. Verstanden? Verstanden. Jetzt geh, man darf uns nicht zu lange zusammen sehen. Das ergibt doch keinen Sinn. Vielleicht sollten wir das Gitter um 90 Grad drehen. So. Nein, das hat auch keinen Sinn. Drehen wir es nochmal weiter. Lassen Sie sehen. A, N, L, P, L, D, N. Ergibt immer noch nichts. Wie kommt man bloß damit zurecht? Sie scheinen mich wieder in eine Ihrer Fantastereien reingezogen zu haben. Nicht die Ruhe verlieren. Es gibt noch mehr Kombinationsmöglichkeiten. Wir finden schon die richtige. Man muss eben weiter probieren. Und wenn wir uns die ganze Nacht damit rumschlagen, wir kriegen es raus. Also mal sehen. So, Peter, jetzt hast du genug gelesen. Es ist schon spät, du musst schlafen gehen.
Darf ich heute nicht warten, bis Papa kommt? Nein, heute nicht, Peter. Er ist in einer Sitzung mit den Professoren. Er wird sicher sehr spät nach Hause kommen. Aber ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Ist es denn so wichtig? Ja, ich weiß nicht, aber dieser Mann, der mich neulich angesprochen hat. Ich weiß. Ich bin ihm heute wieder begegnet. Auch wieder auf der Straße? Nein, bei Graf Zattmer im Haus. Das ist doch nicht möglich. Er arbeitet für Graf Sandorf da. Hör mal, Peter. Bist du auch sicher, dass es derselbe Mann war? Ich habe ihn genau wiedererkannt. Probieren wir es mal so. Also. Ich fürchte, wir bekommen das nie raus. Ach. Ich weiß nicht. Man die Buchstaben umgekehrt nimmt, in der Diagonalen? Nein, nein, das hat auch keinen Sinn, Torrenthal. Wir kommen nicht weiter, wir haben ja alles probiert. Es ist schief gegangen. Die Mühe hat sich nicht gelohnt. Wir haben eben versagt. Pech gehabt. Nein, das ist ausgeschlossen. Nein, nein, nein! So leicht gebe ich nicht auf. Große Reden führen, große Versprechungen machen. Weiter können Sie nichts. Auf Sie ist kein Verlass. Geplatzt! Wie eine Seifenblase, ich habe mich in Ihnen getäuscht. Aber ich bin hartnäckig, Sarkani. Wenn ich zugebissen habe, lasse ich nicht mehr los. Ich gehe bis zum Ende. Und Sie werden mitmachen. Pech für Sie. Man darf den Teufel nicht herausfordern. Hören Sie auf, wir kommen nie weiter. Wir haben alle Kombinationen durchprobiert. Ja. Ich habe es raus, Sarkani. Ich habe es gefunden. Umgekehrt geht es, umgekehrt. Passen Sie auf. Alles ist bereit. Bei dem ersten Zeichen, das wir von euch erhalten, und zwar aus Triest, erheben sich die Massen für die Unabhängigkeit unseres geliebten Ungarn. Jetzt haben wir sie in der Hand. Sarkani, aber das ist ganz unmöglich. Nein, Peter hat erzählt, dass er ihn ganz genau wiedererkannt hat. Was mag der vorhaben? Ich muss sofort etwas unternehmen. Aber du willst doch um diese Zeit nicht mehr weggehen. Ich muss, Clara. Unsere Freunde sind womöglich in Gefahr. Keine Sorge. Ich komme zurück, so schnell es geht. Sei bitte vorsichtig. Kommen Sie bitte. Die Herren sind in der Bibliothek. Treten Sie nur näher, Herr Bartoli. Wir haben Sie schon erwartet. Darf man vielleicht mal erfahren, wo Sie uns hinbringen wollen? Tut mir leid. Ich darf keine Fragen beantworten.